Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht 1950-15. Der Gesetzentwurf wird eingebracht vom Sozialminister, Staatsminister Stefan Grüttner. Bitte sehr. Sehr verehrte Damen und Herren, am 1. Januar 1992 trat das Gesetz zur Reform des Rechts der Vormundschaft und Pflegschaft für Volljährige in Kraft. Noch im gleichen Jahr wurde das Hessische Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz auf den Weg gebracht. Nach mehreren Novellierungen läuft es am Ende dieses Jahres ab und tritt damit außer Kraft. Ein kurzer Blick zurück. Die Ablösung des seit langem in Kritik stehenden Vormundschaftsrechts galt als Jahrhundertreform. Der Bundesgesetzgeber schuf eine völlig neue Rechtsvertretung für Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund einer Behinderung oder Erkrankung ihre Rechte nicht selbstständig wahrnehmen können. Zielsetzung wurde eine persönlich durchgeführte rechtliche Vertretung, die sich ausschließlich am Wohl des betreuten Menschen sowie dessen Wünschen und Lebensentwurf orientiert. Jedem Betreuten wurden mit Beginn der Reform ein eigener aktiver Interessensvertreter zugeordnet. Man wollte damit weg von den mit Fällen überlasteten Amtsvormündern, die angesichts der hohen Fallzahlen nicht mehr in der Lage waren, die Betroffenen persönlich zu begleiten. Und für den Fall, dass keine Angehörigen die Betreuung übernehmen können, wurde festgelegt, die rechtliche Vertretung vorrangig von Erwachsenen, die sich freiwillig sozial engagieren, wahrnehmen zu lassen. Damit gelang ein wichtiger Fortschritt im Interesse der Betroffenen, gleichzeitig aber auch eine Rückbesinnung auf das klassische bürgerliche Ehrenamt. Und natürlich, wenn dieses der Fall ist, dann ist es permanent eben Aufgabe, entsprechende Betreuerinnen und Betreuer zu gewinnen, zu qualifizieren, zu schulen. Und es bedarf an dieser Stelle ein hohes Maß auch an rechtlicher Betreuung im Hinblick auf die Verantwortlichkeiten, die ehrenamtliche Betreuer an dieser Stelle eben vornehmen. Umso notwendiger ist es eben, genau diese ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer qualifiziert auf diese Aufgaben vorzubereiten. Damit und um dieses zu gewährleisten, dass alle Betreuungsvereine die rechtlichen und qualitativen Voraussetzungen erfüllen, regelt eben das vorgelegte Ausführungsgesetz das Verfahren zur Anerkennung der Betreuungsvereine. Zuständig sind hierfür die Regierungspräsidien. Im Sozialministerium obliegt die Fachaufsicht. Zurzeit gibt es in Hessen 53 anerkannte Betreuungsvereine. Weiterhin sieht das Ausführungsgesetz das Sozialministerium als überörtliche Betreuungsbehörde vor. Diese soll in Zusammenarbeit mit den Betreuungsbehörden auf lokaler Ebene den Betreuungsvereinen und Betreuungsgerichten darauf hinwirken, dass eine ausreichende Anzahl von Betreuerinnen und Betreuern zur Verfügung steht. Dabei sollen sowohl Betreuerinnen als auch Betreuer als auch Personen, die eine Vollmacht erhalten haben, in ihre Aufgaben eingeführt und fortgebildet werden. Weiterhin ist die überörtliche Betreuungsbehörde zuständig für die Beratung und Unterstützung der Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine, die überregionale Fortbildung von Betreuerinnen und Betreuern, das Verfahren zur Anerkennung sowie die Förderung von Betreuungsvereinen. Vor diesem Hintergrund regelt das vorliegende Gesetz einen ganz wesentlichen Bereich, der in einem unmittelbaren Zusammenhang mit unseren Mitmenschen steht, die eine entsprechende Unterstützung brauchen. Ich denke, dass wir eine konstruktive und gute Diskussion im Ausschuss zu diesem Gesetz haben werden. Herr Minister, herzlichen Dank für die Einbringung des Gesetzentwurfs. Dann eröffnen wir die Aussprache. Hebt man das einmal her? Ja. Noch eins. Gut. Erster Redner ist der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP Seligenstadt. Richtig. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Zwischen der Kernstadt Seligenstadt und dem Ortsteil Froschhausen da passt kein Blatt Papier. Da ist alles in Ordnung. Das will ich hier noch einmal vorwegschicken. Aber mal aus der Kommunalpolitik wieder zurück in die Landespolitik. Der Minister hat darauf hingewiesen,
Das Betreuungsrecht ist ein wichtiges Recht. Es ist eine kluge Weiterentwicklung gewesen. Es ist notwendig, jedes Jahr neue ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen. Die Landesregierung nimmt das Thema ernst. Das kann man ihr nicht in Abrede stellen. Es wird dadurch deutlich. Wir haben in der letzten Haushaltsdebatte ja auch festgestellt, dass hier zusätzliche Mittel eingesetzt worden sind, auch um Betreuungsvereine, die in Probleme gekommen sind, zu unterstützen. Hier wird genau hingeschaut. Es ist, glaube ich, hier ein großer Konsens, dass die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer ein wichtiger Fokus ist der Landespolitik. Und ich kann dazu sagen, dass ich ja im Ehrenamt für das Deutsche Rote Kreuz tätig bin und dass wir jetzt selbst einen Betreuungsverein in dem letzten Landkreis, in dem wir noch keinen hatten, wieder auf die Beine gestellt haben und dass die Genehmigung beim Regierungspräsidium liegt und dass wir demnächst auch in allen Landkreisen wieder einen Betreuungsverein darstellen können. Und es liegt mir besonders am Herzen, noch einmal deutlich zu machen, wie die Herausforderungen der ehrenamtlichen Betreuer sind. Die ehrenamtlichen Betreuer haben in der komplexen rechtlichen Umwelt, in der sie tätig sind, Regeln zu beachten. Es ist wichtig, dass die ehrenamtlichen Betreuer rechtlich auf den neuesten Stand gebracht werden. Weil nichts ist schlimmer, man hat etwas gut gemeint und nachher das eine oder andere nicht beachtet und kommt dann in Teufelsküche. Darum ist es sehr wichtig, dass ehrenamtliche Betreuer sich auch über das rechtliche Umfeld, in dem sie tätig sind, bewusst sind und dass sie da immer auf neuestem Stand sind. Es ist aber auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass sie organisatorisch unterstützt werden, dass sie einfach das Handling einer gesetzlichen Betreuung nahegebracht bekommen. Auch das tun Betreuungsvereine. Und man darf nicht unterschätzen, wie hoch die psychische Belastung für Angehörige sein kann, die Verwandte, enge Verwandte betreuen und all dem ausgesetzt sind, was vielleicht Demenz oder andere Themen nach sich ziehen. Und auch da unterstützen die Betreuungsvereine auch mit ehrenamtlichem Umfeld, aber auch professioneller Unterstützung diese ehrenamtliche Tätigkeit, die nicht hoch genug einzuschätzen ist. An meiner Rede, glaube ich, erkennt man schon, dass es hier wenig Kritik gibt. Ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das alles hier einstimmig vonstatten geht. Zwei kleine Dinge, die wir eben, glaube ich, noch einmal erläutert bekommen müssen im Ausschuss, das ist die Frage, warum ein Örtlichkeitsprinzip vorgesehen werden soll, also warum ein Betreuungsverein, ich komme jetzt aus einer Gemeinde, die an der Landesgrenze liegt, und warum soll nicht man sozusagen auch einen Betreuungsverein aus einem anderen Bundesland nutzen können? Also das muss man noch einmal erläutern, diese Festlegung im Gesetz, warum das notwendig werden soll, dass man das sozusagen so ein Örtlichkeitsprinzip einfügt. Und natürlich als jemand, der in einem freien Träger im gemeinnützigen Verein tätig ist, ist die Gemeinnützigkeit natürlich ein hohes Gut. Aber warum das sozusagen Ausschlussgrund werden soll, das muss man im Ausschuss vielleicht auch noch einmal darlegen. Ist mir jetzt auch nicht sofort zugänglich gewesen, aber das sind minimale Bereiche, die wir noch einmal diskutieren sollten und wo es wahrscheinlich auch eine stichhaltige Erklärung gibt, die sich dann aus den Unterlagen der Regierungsanhörung vielleicht schon ergeben können. Deshalb zusammenfassend, es wird ja oft über Streit im Hessischen Landtag gesprochen. Ich glaube, hier gibt es keinen Streit. Wir sind uns einig, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit unterstützt werden muss. Wie man sie am besten unterstützen kann, das ist unsere Aktivitäten vor Ort. Das sind die Betreuungsvereine, das sind die dort engagierten Menschen, die da hauptamtlich und ehrenamtlich die ehrenamtlichen Betreuer fördern und unterstützen. Und da haben Sie die Freien Demokraten an Ihrer Seite, Herr Minister. Das muss weiter vorangetrieben, das muss unterstützt werden. Und darum glaube ich, dass wir die Debatte auch im großen Konsens im Ausschuss, aber auch hier im Plenum weiterführen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich kann mich den Worten des Vorredners anschließen, wenn es darum geht, dass wir alle den größten Respekt vor den Menschen haben, die da draußen im Land ehrenamtlich betreuen, und dass wir diese Arbeit unbedingt unterstützen müssen. Allerdings fragt sich natürlich schon, in welcher Form wir das tun und wie das sinnvoll und richtig ist und was da genau notwendig wäre.
Den Gesetzentwurf, den wir jetzt vorliegen haben, den haben wir vor allen Dingen deshalb vorliegen, und damit hätte er dann beinahe schon in das Sammelgesetz von vorhin gepasst, weil er ausläuft. Und weil wir uns deshalb dieses Gesetzes annehmen müssen, was man aber tatsächlich hätte alles tun können und müssen, um die Betreuung und insbesondere die Situation der Betreuungsvereine in diesem Land zu verbessern, das bearbeitet der Gesetzentwurf nicht wirklich gründlich. Denn es gibt da schon noch ein bisschen mehr Anforderungen an das, wie die Arbeit aussehen sollte und müsste, als das, was jetzt hier aufgeschrieben ist. Und es gibt eine große Debatte, die bundesweit geführt wird und dort auch geführt werden muss. Und dort wird ja auch überprüft zurzeit, ob die Art und Weise, wie man die Qualität der Betreuung sicherstellt, ob die Art und Weise, wie man die Berufsbetreuer bezahlt und entlohnt, denn die richtige ist, und ob wir dann nicht insgesamt hätten das Thema mal aufmachen sollen an der Stelle und aufmachen müssen, und nicht, weil wir jetzt turnusgemäß sozusagen dran sind. Und wenn wir turnusgemäß dran sind, dann sollten wir schon wirklich auch genau hingucken, wie wir denn mit der Betreuung und den Entgelten und der Finanzierung auch der Betreuungsvereine umgeht und ob wir sie von der Kassenlage jeweils abhängig machen oder ob wir sagen, das ist tatsächlich eine Notwendigkeit, dass wir sicherstellen, dass es überall Betreuungsvereine gibt und geben kann, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage vor Ort. Ich bin ja froh, wenn ich jetzt höre, dass wir nun auch am letzten Fleckchen noch einen Betreuungsverein bekommen. Wenn dann damit tatsächlich ganz Hessen abgedeckt ist, würde mich das freuen. Ganz sicher bin ich mir an der Stelle noch nicht. Ich glaube, es gibt noch kreisfreie Städte. Das müssten wir aber noch mal gegebenenfalls auch nachgucken. Weil es ja schon eine wichtige Position ist, dass wir diese Ansprechpartner vor Ort auch haben. Und dann müssen wir auch mal gucken, wie die ausgestattet sind und was die für das Geld, das sie haben, auch leisten müssen. Wenn wir über 4.000 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer regelmäßig beraten wollen, dann muss auch die Möglichkeit da sein, das tatsächlich gut und professionell zu machen. Und dann müssen die Betreuungsvereine entsprechend ausgestattet sein. Und diese ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer betreuen ja auch nicht immer nur einen Menschen. Und die Sachverhalte, um die es da geht, die sind häufig sehr kompliziert. Und der Laie hat den juristischen Background nicht. Er hat auch oft die Zusammenhänge nicht, die da notwendig und hilfreich sind, und braucht deshalb Ansprechpartner, die da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und das heißt auch in der Umsetzung, dass der Mensch nicht nur einmal in seinem Leben, wenn er denn Betreuer ist, da einen Rat und einen Ansprechpartner braucht. Wir kriegen eine eingeführte Grundausbildung und dann ist es fertig, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, die Ansprache des Betreuungsvereins wird sozusagen regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig auch in Anspruch genommen. Und deshalb müssen wir das absichern. Wenn wir diese Betreuerinnen und Betreuer dann tatsächlich auch nicht verlieren wollen, sondern im Gegenteil, dass die auch sagen, das ist eine Aufgabe, die Spaß macht, dass die in ihrem Umfeld sagen, ich werde weiter gut begleitet durch den Betreuungsverein, ich übernehme mich nicht mit der Betreuung, damit nicht alle im Umfeld dann am Ende abgeschreckt sind und sagen, um Gottes Willen, so etwas mache ich auf keinen Fall. Denn wir sind ja darauf angewiesen, dass wir die, die da ehrenamtlich diese Arbeit leisten, halten können in den Positionen und auch Menschen dazu gewinnen. Und dafür muss es eine gewisse Attraktivität haben, das auch zu machen. Und wenn wir uns mal ausrechnen, wie das bei der derzeitigen Finanzierung aussieht, dann haben wir ca. 160 € für einen ehrenamtlichen Betreuer pro Jahr für seine Begleitung. Damit kann man nicht wirklich sicherstellen, dass eine gute Begleitung der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer durch die Betreuungsvereine tatsächlich gemacht werden kann. Und ich will nicht die Arbeit dieser Betreuungsvereine damit angreifen, sondern die Rahmenbedingungen, unter denen die arbeiten müssen. Und das müssen wir uns hier angucken, und dann müssen wir sehr deutlich sagen, da müssen wir dran. Und das wäre der richtige Moment, an der Stelle das jetzt zu tun. Und das ist auch meine Aufforderung. Wir sind kurz vor der Haushaltsberatung, an der Stelle dann zu gucken und insgesamt noch einmal zu überlegen, geben diese Befristungen Sinn oder sind sie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für Abgeordnete? Ich kann für meinen Teil sagen, ich habe hier Arbeit genug. Ich glaube, die meisten anderen auch. Wir brauchen keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Und ja, wir sollten uns Gesetze vornehmen, wenn es notwendig ist, sie zu beraten und zu bearbeiten. Aber wir sollten das nicht sozusagen per Länder tun und frei davon, ob es eine innere Notwendigkeit gibt oder nicht. Und auch wie wir hier sehen, gäbe es unter Umständen viel mehr Sinn, das Gesetz im nächsten Jahr aufzurufen, wenn wir im Bund in der Debatte ein Stück weiter sind. Das wäre vielleicht ratsamer gewesen an der Stelle, aber da binden uns dann die 5 Jahre. Also, ob das immer so klug ist, wage ich an dieser Stelle noch einmal deutlich zu bezweifeln. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. – Nächste Rednerin ist die Frau Kollegin Klaff-Isselmann, CDU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht mehr im Besitz Ihrer geistigen und körperlichen Kräfte. Stellen Sie sich vor, Sie können alleine keine wichtigen Entscheidungen mehr treffen. Sie sind geschäftsunfähig. Dinge, die Ihnen bisher alltäglich vorkommen, selbstverständlich von der Hand gingen, sind nicht mehr so einfach oder gar nicht mehr zu erledigen. Bankgeschäfte, Einkäufe, Rechnungen bezahlen, Verträge abschließen oder kündigen. Es ist ernüchternd, wenn man als erwachsener oder ehemals mündiger Mensch sich nicht mehr selbst vorstehen kann. Schnell stellt sich die Situation ein, die Sie hoffentlich alle durch Instrumente wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung bestens vorbereitet und erledigt haben. Das ist der Augenblick, in dem das Betreuungsrecht für jemanden sehr schnell virulent werden könnte. Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird durch das Amtsgericht eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt. Diese haben sich im Rahmen des Möglichen an den Wünschen des betroffenen Menschen zu orientieren und die Betreuung so zu gestalten, dass sie sich an seinen jeweiligen Bedürfnissen und noch vorhandenen Fähigkeiten anpasst. Hessen hat erstmals 1992 ein Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht erlassen, dieses 2012 geändert, und nun steht dieses Gesetz nach Evaluation wieder zur Veränderung und Verlängerung an. Das Ausführungsgesetz regelt die Zuständigkeit der Betreuungsbehörden auf örtlicher Ebene und konkretisiert die überörtlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz. Darüber hinaus werden die Aufgaben der überörtlichen Betreuungsbehörden aufgeführt und die Zuständigkeit für das Verfahren für die Anerkennung von Betreuungsvereinen sowie die Grundlage der Förderung der Betreuungsvereine geregelt. Dieses Ausführungsgesetz hat sich in der Praxis ausgesprochen bewährt. Es besteht daher wenig Änderungsbedarf. Redaktionelle Änderungen und zwei Änderungen in der Sache sind daher die Folge. In der Sache ist es zum einen künftig notwendig zu prüfen, ob der zur Anerkennung anstehende Betreuungsverein seinen Sitz und seine überwiegenden Tätigkeiten in Hessen ausübt, eine Regelung, die wir auch in fast allen anderen Bundesländern vorfinden. Zum anderen wird nun neu festgelegt, dass das Merkmal der Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuerrechts als weitere Voraussetzung für die Anerkennung des Vertrauens als Betreuungsverein in Hessen aufgenommen wird. So soll sichergestellt werden, dass Betreuungsvereine keine ausschließlich wirtschaftlichen Ziele verfolgt. Eine Bedingung, die derzeit bereits alle anerkannten hessischen Betreuungsvereine erfüllen, dennoch sehr wichtig. Der gesetzliche Rahmen ist also gestellt. Ich würde es begrüßen, wenn die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung zum Anfertigen von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung weiter fortschreiten würde. Auch den gesetzlichen Betreuern würde diese gute Vorbereitung ihre Arbeit erheblich erleichtern. Viele Betreuerinnen und Betreuer leisten einen wertvollen Dienst am Menschen. Dafür danken wir Ihnen sehr. Diese Betreuerinnen und Betreuer tragen dazu bei, unsere Gesellschaft menschlicher zu gestalten. Ich bitte daher auch um Zustimmung zu diesem Ausführungsgesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff-Isselmann. Jetzt spricht zu uns der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir waren ja gestern einen kleinen Wettbewerb, wer am schnellsten ein Gesetz über die Bühne kriegt. Und ich hatte den Ehrgeiz, hier unmittelbar in die zweite Lesung einzutreten. Das ist jetzt nicht, wird nicht stattfinden. Das ist auch gut so. Wir haben ja im Vorfeld dankenswerterweise übrigens die Unterlagen aus der Regierungsanhörung bekommen. Und die waren durchaus ausschlussreich und geben Anlass, noch einmal sorgfältig im Ausschuss zu diskutieren, weniger über die Fragen, die hier in diesem Gesetz geregelt werden, als über die, die in dem Gesetz nicht geregelt werden. Was hier geregelt wird, hat Kollegin Schott schon gesagt, ich will das
sozusagen aus unserer Perspektive noch einmal vielleicht ein bisschen anders akzentuieren. Was geregelt wird, ist überwiegend in der Tat redaktionell bzw. ergibt sich aus der Regelung anderer Gesetze. Herr Minister hat darauf hingewiesen, die Änderung von Vormundschaftsrecht auf Betreuungsrecht. Das macht es erforderlich, aus Anlass des Auslaufens des Gesetzes das zu ändern. Ich teile die Auffassung, die Kollege Rock geäußert hat. Es gibt den einen substanziellen Punkt, der in der Mitte steht. Der betrifft das Örtlichkeitsprinzip und die Frage der Gemeinnützigkeit. Da kann man noch einmal genauer hingucken. Aber ich glaube in der Tat auch, dass all das, was im Gesetz geregelt wird, nicht strittig ist. Es gibt aber Hinweise, sowohl aus dem realen Leben als auch aus den Unterlagen zur Regierungsanhörung, was die Finanzierung der Betreuungsvereine angeht. Da will ich einerseits mich dem Dank an die Ehrenamtlichen anschließen, auch an die Hauptamtlichen übrigens, die teilweise ja weit über ihre Verpflichtungen hinaus und weit über das, wofür sie vergütet werden, hinaus Betreuungsarbeit leisten. Der Dank ist das eine anständige Förderung ist das andere. Nun ist die Frage der Vergütung für Berufsbetreuer und Betreuerinnen etwas, was bundesgesetzlich geregelt werden muss. Das ist etwas, was nicht im Wirkungskreis dieses Ausführungsgesetzes ist. Aber sehr wohl ist das die Frage der Betreuung, der Förderung der Betreuungsvereine. Und dazu gibt es sowohl was die Höhe als auch was die Art und Weise der Förderung angeht ein paar Hinweise aus der Regierungsanhörung, von denen ich glaube, dass sie diskutiert werden müssen, ob nicht doch ein Veränderungsbedarf gegeben ist. Das eine ist die Frage, die aufgeworfen ist, der Förderung im Rahmen der Kommunalisierung sozialer Hilfen. Ich gehöre zu denen, die schon, als ich noch kommunaler hauptamtlicher Beamter war, der Kommunalisierung von sozialen Hilfen kritisch gegenübergestanden habe. Ich halte das für fragwürdig in Bezug auf die Treffsicherheit und die Zielgruppensicherheit der Förderung. Da weiß ich, dass wir da unterschiedlicher Auffassung sind. Ich bleibe bei meinen Bedenken und würde Sie gerne auch vor dem Hintergrund der jetzt genau in Bezug hierauf auf diesen Sachverhalt Förderung von Betreuungsvereinen vorgetragenen Bedenken auch gerne noch einmal diskutiert haben. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist in der Tat die Höhe. Wir haben in den letzten Jahren im Arbeitskreis Soziales und Integration der SPD-Landtagsfraktion eine ganze Reihe von Gesprächen mit Vertretern von Betreuungsvereinen geführt. Wir haben auch eine Reihe von parlamentarischen Initiativen ergriffen, unter anderem einen Berichtsantrag zu der Frage. Und das Ergebnis war in der Tat, dass die Förderung unter den Notwendigkeiten bleibt, und zwar deutlich. Jetzt haben wir zur Kenntnis genommen, dass es eine Anhebung der Förderung gibt. Wir haben aber auch zur Kenntnis genommen, dass andere Bundesländer, das Beispiel Rheinland-Pfalz, wird in ihrer eigenen Stellungnahme dazu angeführt. Das ist ein substanzieller Unterschied. Der muss ja erklärbar sein. Und dass 6,80 € pro betreuter Person jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss und auch des Haushalts letzter Schluss sein kann, ist, glaube ich, auch klar. Insofern gibt es Bewegung, aber wir glauben, dass es sowohl der Höhe als auch der Art der Förderung nach Diskussionsbedarf gibt. Das ist, wie gesagt, das, was in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht geregelt ist. Das, was geregelt ist, da sind wir sehr entspannt und hätten auch eine noch zügigeren Gesetzesberatung uns darauf verstehen können. Es ist jetzt gut, dass wir darüber noch einmal Zeit haben, nachzudenken, auch über die Sommerpause und in einem geordneten parlamentarischen Verfahren, dem ich mit großem Interesse entgegensehe. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Kollege Gerhard Merz. Herzlichen Dank. Nächste Wortmeldung ist der Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn ich es richtig sehe, steht zwischen Ihnen und dem Mittagessen nur noch meine Rede. Deswegen bemühe ich mich um Kürze. Vieles Richtige ist schon gesagt worden, gerade was die Beurteilung und die Wichtigkeit und die Bedeutung von Betreuungsvereinen, von ehrenamtlichen Betreuern, aber auch von hauptamtlichen Betreuern ist. Ich selbst habe einen Praxistag gemacht bei einem Berufsbetreuer, habe ihn einen Tag lang begleitet.
Ich bin tatsächlich sehr überrascht und erstaunt gewesen, mit welch einer Fülle von Aufgaben, mit welcher einer Breite von Herausforderungen diese Betreuer konfrontiert sind. Generalisten, die sich um alles kümmern, die hochgradig engagiert sind. Das ist eine fantastische Arbeit. Wir als Staat, wir als Land, wir als öffentliche Hand können uns glücklich schätzen, dass viele Menschen, wie bei den hauptamtlichen Betreuern, so engagiert arbeiten für wenig Geld oder die ehrenamtlichen Arbeiten sogar für fast kein Geld so eine wichtige Arbeit machen. Deswegen sei an dieser Stelle auch für meine Fraktion noch einmal ausdrücklich gesagt, einen allerherzlichsten Dank aus diesem Hause für all die Betreuerinnen und Betreuer. Zu diesem Gesetz würde ich mich gerne der Vorrede des Kollegen Merz anschließen. Auch ich sehe hier wenig Kritisches, das, was dort vorgeschlagen wird. Es ist eine Verlängerung, weil am 31.12.17 läuft das bestehende Ausführungsgesetz aus. Der Herr Minister hat darauf hingewiesen. Die beiden wesentlichen Punkte, die dort geregelt werden, sind klug eingesetzt worden. Auch die Anregungen der Anzuhörenden ist im Wesentlichen eingegangen. Insofern ist dieses Gesetz unstrittig. Über die Frage, ob eine Vereinsförderung für die Betreuungsvereine verbessert werden muss oder nicht, sollte man sich tatsächlich in Ruhe darüber unterhalten. Wir nähern uns ja auch einem Doppelhaushalt. Man kann seine Vorstellungen einbringen, aber in jedem Fall muss man nicht die Finanzierung von Betreuungsvereinen in einem Gesetz niederschreiben. Darüber kann man reden. Man kann das tun, natürlich. Theoretisch ist das und praktisch ist das auch möglich. Aber es ist die Frage, ob man es tatsächlich ein Gesetz auch in der Höhe und in dem konkreten Fall auch vorschlagen muss. Sondern das kann man natürlich im Haushalt immer festlegen, wenn man etwas mehr tun will. Aber es braucht man nicht im Gesetz reinzuschreiben. Das wäre meine Erwiderung auf Ihren Vorschlag. Wie dem auch sei, wir haben die Möglichkeit, über den Sommer tatsächlich die Regierungsunterlagen noch intensiver zu diskutieren und zu reflektieren. Und wir sehen uns wieder. Aber ich glaube, das Gesetz ist relativ unspektakulär. Ich sehe viele Besucherinnen und Besucher. Es gibt tatsächlich spannendere Themen als so ein kleines, relativ kleines Gesetz. Es gibt große Streitpunkte hier in diesem Hause. Es scheint so zu sein, dass dieses Gesetz keins ist. Ich glaube, es ist in der Sache auch richtig. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Fachausschuss. Das ist der allgemeine Wunsch. So, dann wären wir am Ende der Beratung zum Vormittag. Meine Damen und Herren, es ist vereinbart worden, dass wir um 15 Uhr weitermachen. Mittagspause bis 15 Uhr. Ich freue mich, dass Sie sich auch freuen. Herzlichen Dank, und die Sitzung ist unterbrochen.